Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Endlich gibt es wieder ein Food Haul. Ich habe einen Wocheneinkauf gemacht und ich sag's euch, in den Geschäften ist die Hölle los. Ich weiß doch nicht, was da los ist. Ich verstehe es nicht. Die kaufen ein wie die Wahnsinnigen. Aber gut, so ist es halt. Reg ich mich mal nicht darüber auf. Ich war kurz im DM, denn ich habe Katzenfutter geholt und zwar einmal dein Bestes, hat 95 Cent, ungefähr nicht mal 1 Euro gekostet. Ich habe keine Ahnung, ob denen das schmeckt, weil ihr wisst ja, meine Katzen sind sehr schnäubisch, aber ich kann doch nicht immer für 5, 6 Euro Katzenfutter holen, pro Tag wohl bemerkt, ne? Das ist schon teuer. Dann kam von derselben Marke, kam Knapperecken mit Käse. Die lieben das ja, weil das zum Beispiel ist weitaus günstiger als Felix. Das kostet also 40 oder 50 Cent und von der Grammanzahl ist genau dasselbe drin wie bei Felix. Also das habe ich mir gedacht, das nimmst du mal mit. Und die lieben es. Also ich habe es eben schon aufgemacht, habe denen das gegeben und ja, denen schmeckt das gut. Und es hat auch nur 2 Kalorien pro Stück und das ist okay. So, meine liebe Katze will an den Fisch. Freundchen. So, dann, genau. Dann kam noch einmal Toilettenpapier mit vom DM. Und für meinen Mann so ein Sensitiv-Deo von Balea. Gut, das ist das, was ich im DM geholt habe. Dann war ich kurz im Aldi, denn es waren Bananen im Angebot, 1 Kilo 99 Cent. Super Schnäppchen, musste natürlich mit. Und dann habe ich mir Kinderschuhe gekauft. Leute, ich habe wirklich Schuhgröße 36 und die hatten Boots im Angebot für 14,95. Ja, es sind Mädchenschuhe, aber erstens, gut, ich finde, sie sehen richtig schön aus, die halten mit Sicherheit auch warm. Ich werde das hier austauschen, die Schnürsenkel, weil rosa, gut, muss nicht unbedingt sein, das ist Geschmackssache. Ich werde mir ganz normale braune Schnürsenkel reinmachen und damit hat sich das erledigt. 14,95, super günstig, durften auch mit. Gut, das ist das, was ich vom Aldi mitgenommen habe, stimmt. Und im DM habe ich einen Wochenvorrat, damit ihr mal seht, wie viel meine Katzen fressen. Schaut mal hier rein, so viel fressen die. Wenn man so bedenkt, für 3 Katzen ist das eigentlich okay, aber trotzdem, das ist, ich versuche die ja immer, das ein bisschen auszugleichen, ne? Dass sie Trockenfutter sowie Nassfutter haben und davon auch begrenzt essen. Ich soll nicht verhungern, also unsere sehen nicht so aus, als würden sie verhungern, aber man soll es auch nicht übertreiben, man muss schon ein bisschen darauf achten. Gut. Ihr Lieben, ich war noch im Herkules, denn es gab Salatgurke im Angebot. Dann gab es Napoli, eine Soße im Angebot. Denn wenn ich zum Beispiel überbackene Nudeln mache, mit Käse und so, da kommen wir jetzt auch gleich dazu, nehme ich auch ganz gerne mal einfach so ein Glas und fertig. Der Käse übrigens von Finello war im Herkules im Angebot für 1,11 Euro. Also wenn ihr ein, ich sag mal Herkules, viele wissen ja den Begriff gar nicht, nichts mit anzufangen. Jetzt ab sofort sage ich Edeka, war im Angebot für 1,11 Euro. Dann habe ich Salat geholt. Da nehme ich ganz gern hier diese Salatmischung, weil im Moment sind wir nur zu zweit und das reicht völlig aus. Kostet 79 oder ja, 79 Cent. Ja, reicht uns. Dann waren ja die Woche Kartoffeln im Angebot für 1,99 Euro. Ich dachte, das wäre
so ein kleiner Sack Kartoffel. Für eine Großfamilie super, für uns leider ungeeignet. Deswegen habe ich wieder hier die mitgenommen, auch für 1,99 Euro. Ja, also wir sind keine großen Esser, das muss ich dazu sagen. Natürlich, manchmal hat man richtig Hunger, aber wir sind keine großen Esser und für uns reicht das für zweimal, ja, für zwei Mittagessen. Ja, deswegen, also da kommt auch nichts weg, da wird nichts matschig. Also es wird immer das verwendet, was man auch im Haus hat. Am besten so gut wie gar nichts wegschmeißen. Muss ja auch gar nicht sein, ja? Gut, dann war Frischkäse im Angebot für 99 Cent. Das war ein Bio, das ist ein Bio-Frischkäse. Der durfte mit, der war sogar noch weitaus günstiger wie vom Edeka die Eigenmarke. Und es ist auch nur 150 Gramm drin. Ja, das ist perfekt. Das isst man mal, also für uns reicht das eine Woche, ja, eine Woche, weil ich, ihr wisst ja, ich esse nicht so gern Brot, ich esse auch nicht viel Brot. Klar, wenn ich Hunger habe, esse ich auch Brot und wenn ich Hunger habe, dann esse ich auch richtig. Habt ihr ja bei meinem Food Diary gesehen, da habe ich richtig reingelangt, ja, passiert auch mal. Aber wie gesagt, der Frischkäse, es gibt auch die Großpackung, für uns ist das unsinnig, das wird nur schimmelig, deswegen lieber eine Kleinpackung, eine kleine Verpackung und ja, und dann wird das auch verwertet. Ich war richtig sparsam. Ich habe wirklich, ich habe mir gestern die Plättchen habe ich mir reingeholt, also die Angebotsplättchen, habe einen Essensplan erstellt und da dachte ich, Mensch, du sparst ja sogar noch ein bisschen, ne? Weil da war mal was günstiger, da war mal was günstiger. Ich richtig stolz, bis ich zum Metzger gegangen bin. Ich habe damit gerechnet, ich habe 5 Minuten Steaks geholt und ich habe so mit 5, 6 Euro gerechnet. Ja, ja. Wie teuer war es? 8,20 Euro, das hat wieder alles rausgerissen. Also wirklich, wo ich gedacht habe, das gibt es doch nicht. Schon wieder 3 Euro Verlust. Ich wollte doch mal richtig schön sparsam einkaufen. Ja, für die ganze Woche. Ja, Pustekuchen, 8,20 Euro. Hätte ich das gewusst, hätte ich gesagt, schneiden Sie die Scheiben etwas dünner. Ja, so ist es halt. Gut, dann kam Schinkenwurst, einmal mit für meinen Mann, für die Arbeit. Rama, auch richtig teuer geworden. Meine Herren, das früher, wisst ihr das noch? Wenn es mal im Angebot war, für 89 Cent. Jetzt kostet das schon über 2 Euro. Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Ich bin ja, also bei uns hält das einen Monat. Ja, Monat oder vielleicht ein bisschen länger. Weil ihr wisst, ich esse nicht so viel Brot und ich verwende ganz, ganz minimal davon, weil ich mag auch nicht so gern Butter oder Rahm. Nee, dann nehme ich lieber Frischkäse und das, ne, aufs Brot und dann belege ich es, anstatt ich auf Rama oder Butter greife. Ja, das war ein Versprecher, ist auch egal. Auf jeden Fall wollte ich euch sagen, es ist richtig teuer, die Rama. Ja, weiter geht's. Ich sage euch dann auch noch, was wir kochen die Woche. Und zwar zweimal Sonnenmais von Gut und Günstig. Die kam mit, kostet 69 Cent. Die waren letzte Woche viel teurer. Und da war kein Angebotsschild dran. Verstehe ich auch nicht. Naja, umso besser. Ja, dann waren Mandarinen im Angebot. Oder sind das, was sind das? Das sind Orangen. Clementine, ja. Für 1,99 Euro. Super günstig, weil letzte Woche haben die 2,49 Euro gekostet und da waren auch nur 5 Stück drin oder 6. Und jetzt habe ich hier so ein ganzes Netz voll für 1,99 Euro. Das hält uns auch für die ganze Woche. So, ich drehe euch mal ein wenig, sonst bin ich ständig weg. Dann habe ich ein Pangasius-Fisch mitgenommen, das ist so ein Filet. Das sind so 3-4 Stück drin, 3 bis 5 Filets. Super günstig, auch für 1,99 Euro oder
ich sag mal 1,99. Ja, aber das war, glaube ich, so. Oder 2,10 Euro. Also es war echt günstig. Ja, dann kam mit einmal Nudeln. Und zum guten Schluss, Moment, war Landgemüse im Angebot für 1,11 Euro. Das durfte auch mit. So, jetzt kommen wir kurz, was wir von Montag bis Freitag essen. Und zwar zum einen, also ich kann euch jetzt nicht sagen, am Montag essen wir das, am Dienstag essen wir das, aber das, was geplant ist. Geplant ist zum einen Nudeln mit Tomatensauce und mit Käse verbacken. Dann ist, lasst mich überlegen, dann gibt es einmal Fisch, genau, Fisch, Gurkensalat und Kartoffeln. Dann, was hatte ich noch? Genau, ein Gemüseauflauf. Das haben wir schon bei 3 Gerichten. Was hatte ich denn noch? Achso, Minutensteaks gibt es mit Mais und Brötchen. Aber die Brötchen hole ich lieber frisch. Und ein Gericht fehlt noch. Ein Gericht fehlt noch. Was war es denn? Ach ja, genau. Ich hatte in der Gefriertruhe habe ich noch Spinat, Kartoffeln und Eier. Ja. Das gibt es bei uns die 5 Tage und am Wochenende gönnen wir uns dann doch ganz gern mal ein Steak oder ja, weil wir sind, wir essen unter der Woche nicht so viel, aber am Wochenende, ja, schlemmen wir schon mal ganz gerne. Und wir haben immer einen Steak-Tag und der ist meistens Samstag und ja, und wenn es passt, halten wir ja, das immer ein. Gut, ihr Lieben, das war's. Wir haben schon 11 Minuten und 53. Das war lang genug, denke ich mal. Ja, am Sonntag kommt das neue Video. Da landet nämlich das Herbstwanderpaket wieder bei mir. Seid gespannt. Ich war, wo ich das bekommen habe, auch mega gespannt. Das werde ich euch auf jeden Fall am Sonntag zeigen. Und vergesst bitte nicht die anderen. Schaut gerne bei denen vorbei. Die freuen sich wahnsinnig. Und ich würde sagen, wir sehen uns am Sonntag. Abo nicht vergessen, es ist wirklich kostenlos, ich zwinge ja niemanden. Und ja, in dem Kommentar, da freue ich mich immer sehr, ein Däumchen nach oben. Das wäre supi und wie gesagt, wir sehen uns Sonntag. Ciao, ciao.